Hallo zusammen, ich habe eine Anfrage vom Zuschauer, da könnt ihr mir auch im Weiteren stellen, was dann so ein Kompressor für einen Wirkungsgrad hat oder was eine Kühlbox für einen Wirkungsgrad hat. Wirkungsgrad ist nach mir, ich gehe mit irgendeiner Leistung rein oder mit einer Energiequelle rein und hinten mit irgendwas raus und da habe ich Verluste drauf. Bei einer Wärmepumpe ist eigentlich auch ein Kühlschrank. Da komme ich mit einem Drittel Energie rein und mit zwei Drittel Energie raus. Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden. Das heißt, wie geht das? Nur, ich gehe hier über den Strom bei diesem, das ist der meistverbaute Kompressor, ein BD35, gehe ich mit dem Strom rein und komme als Kälteleistung wieder raus. Also ich vergleiche Strom mit Äpfel oder Birne mit Äpfel oder irgendwie was. Also ich kann das eigentlich gar nicht so genau definieren. Wenn wir jetzt das Datenblatt von Danfoss konsultieren, das ist das Vordatenblatt und dahinter, das verlinke ich euch unten, habe ich eine Riesentabelle. Das heißt, ich habe hier oben die Kapazität nach ZCOMAF. Also das heißt, ich habe hier oben die Kälteleistung. Das ist die Leistung. Also hier unten habe ich dann irgendwo 122 Watt. Und hier unten habe ich eine Kälteleistung von 26 Watt. Ist der gleiche Kompressor. Also das heißt, wir haben hier unterschiedliche Leistungen und zwar habe ich hier vorn habe ich die Drehzahl und hier oben die Drehzahl. Das kapiert jetzt noch einer, dass ich natürlich hier 12 Watt habe bei 2000 Umdrehungen und hier unten bei 3500 Umdrehungen habe ich 26 Watt. Das ist das Doppelte. Aber warum habe ich hier hinten bei der gleichen Drehzahl 222 Watt. Also, ich sage mal ganz frech, mehr als das vierfach mehr wie hier. Und zwar hier oben habe ich die Temperatur im Kühlsystem. Das heißt, ich habe minus 30 Grad und hier hinten habe ich minus 5. Das ist die Temperatur vom Kältemittel. Also ich kann nicht sagen, dass der Kompressor so viel Kälteleistung hat. Das ist die europäische Norm. Dann haben wir die amerikanische Norm und jetzt sehe ich hier bei 3500 Umdrehungen habe ich 32 Watt. Also wenn ich den gleichen Kompressor in der USA einsetze, habe ich mehr Leistung. Und hier hinten habe ich 150 statt 122 Watt. Wir arbeiten bei beiden mit 12 Volt. Das heißt, ich habe in der USA mehr Leistung, also Kälteleistung, als in Europa. In Europa fahre ich keine Unterkühlung. Aus diesem Grund habe ich diese Werte. Dann habe ich hier bei diesem Kompressor, hier unten habe ich der Power Consumption. Englisch Stromaufnahme. Hier hinten brauche ich viel mehr Strom. Gut, ich habe auch mehr Kälteleistung. Und wenn ich dann runtergehe, habe ich WW, also den Wirkungsgrad, das ist zwischen Input und Output vom Kompressor. Da habe ich dann eine Kältezahl, das ist an sich so der Wirkungsgrad von 1,9, das ist dann fast 2. Das heißt, ich bringe ein Drittel elektrischer Strom und zweimal mehr Wärmeleistung. Das heißt, ich habe wieder bei der Wärmepumpe, ich habe ein Drittel Strom, also 100 Watt Strom, 200 Watt Kälteleistung gibt eine Wärmeleistung von 300 Watt.
Also ich, so richtig Wirkungsgrad kann man hier nichts erzählen. Diese Kompressor haben wir gesehen, der hat eine Kältezahl Maximum von bei minus 5 Grad, das ist die Temperatur im Kühlelement von 1,9. Dieser Kompressor hier, das ist der kleine Mikro, das ist an sich das Urmonster, nein, Monster haben wir andere, das ist der kleine, der reicht für kleine Volumen. Und auch hier habe ich logischerweise so ein Datenblatt über dem Mikro. Und hier unten habe ich bei minus 5 habe ich eine Kältezahl, gleiche Bedingung, von 1,87. Also dieser Kompressor ist schlechter im Wirkungsgrad, in der Kältezahl, wie dieser Kompressor. Warum will ich hier nicht diskutieren, das nehmen wir zur Kenntnis. Es ist aber so, dass zum Beispiel dieser Kühlschrankkompressor mehr Strom aufnimmt als dieser. Wenn ich eine Kühlbox habe, mit diesem Kompressor und mit diesem habe ich auf dem Datenblatt, bei uns jetzt zum Beispiel, ich habe hier eine Kühlbox, da ist dieser BD35 drin und hier habe ich einen Anschlusswert von 70 Watt. Bei der kleinen Kühlbox, hier habe ich einen Anschlusswert von 40 Watt. Ah, 48 Watt. Welche Box ist jetzt besser? Die mit dem großen Stromverbrauch von 70 Watt oder die mit dem kleinen Kompressor, mit dem kleinen Stromverbrauch von 48 Watt. Vorher haben wir gesehen im Datenblatt, die Kältezahl, das ist an sich der Wirkungsgrad, sagt, dieser Kompressor ist besser. Also wir haben da schon einen Widerspruch, der aber an sich aufgeht. Wenn ich also eine Box habe, die einen schwachen Anschlusswert hat, weil sie diesen Kompressor drin hat oder noch einen kleineren, oder ich lasse den halt auf niedrige Drehzahl laufen. Ja, was ist jetzt besser? Jetzt habe ich eine Kühlbox mit einem kleinen Kompressor drin, die braucht weniger Strom, hat einen kleineren Anschlusswert, aber der Kompressor hat den schlechteren Wirkungsgrad. Wenn ich dann natürlich beim großen Kompressor hier, da gehe ich rein, Power Consumption, und schaue ich hier hinten, da braucht er bei minus 20 Grad 40 Watt. Oder ich nehme die 70 Watt, die er spitze läuft, ist der gleiche Kompressor. Ich kann also im Datenblatt den Wert angeben von der Kühlbox, der eigentlich unrelevant ist. Von dem her, der Anschlusswert, den wir hier im Katalog finden oder andere Datenblätter, das hat nichts zu sagen über den Wirkungsgrad vom Kühlsystem. Haben wir gesehen, der Kompressor braucht Strom hier, aber meistens haben wir noch einen Kondensator daneben mit dem Lüfter. Klar kann man sagen, der Lüfter braucht nicht viel Strom, aber der braucht Strom. Wir haben eine Innenbeleuchtung, wir haben eventuell einen Innenventilator oder bei der Wasserkühlung, bei Booten haben wir noch eine Wasserpumpe. Die brauchen auch Strom und das ist hier auf diesen Platenblättern nicht berücksichtigt. Hier ist also rein der Wirkungsgrad oder die Kältezahl vom Kompressor. Ich muss also dann den Lüfterstromverbrauch noch dazu oder davon abrechnen, je nachdem, wo ich das ansetze. Wir sagen dann, ja, ich habe einen Stromverbrauch, einen Anschlusswert von 40 Watt und ich habe eine Laufzeit von 20%. Also habe ich im Durchschnitt 8 Watt Stromverbrauch. Ja, bei welchen Temperaturen? Wir haben hier, Katalog irgendwo aufgemacht, wir haben hier den Anschlusswert von so einem Kühlschrank. Wir definieren den bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, braucht er etwas mehr über 10 Watt. Bei 32 Grad außen braucht er 16 Watt. Das heißt, das System ist ja noch
von der Umwelt abhängig, also von der Außentemperatur. Wenn ich mehr Außentemperatur habe, mehr runterkühlen will, brauche ich mehr Energie, das leuchtet jedem ein. Aber das ist in vielen Teilen nicht berücksichtigt. Man gibt nur den Spitzenwert an und eine Laufzeit. Aber bei was für eine Temperatur ist nirgendwo definiert. Es gibt zwar die DIN-Werte und die A-Klassifizierung und so weiter, das ist eine Übung für sich. Die Geräte wurden alle extrem besser, weil man bescheißt natürlich wie bei den Autos. Also schlussendlich könnt ihr das in einem Katalog drin nicht vergleichen. Ihr könnt zwar hier den Wert nehmen, aber der andere Mitbewerber oder Hersteller, der gibt ganz einen anderen Wert an. Also das effektiv auszuprobieren, müsst ihr ein Gerät kaufen und testen. Oder Videos anschauen, wo es steht, ich habe eine Batterie, heute mit den Lithium-Batterien, mache ich euch hier unten dann einen Link. Da habe ich ja den Stromverbrauch, was ich brauche. Aber ihr braucht eine Kühlbox, ihr hängt die an und dann habt ihr den Verbrauch. Ja, dann kaufe ich mir nicht irgendwie eine neue Kühlbox, sondern ich behalte das, was ich habe. Hier oben mache ich euch einen Link zur besten Kühlbox, die ist Energieklasse A3, also 3x plus. Und die ist sehr dick isoliert. Eben hier unten Link für die Videos. Und hier habe ich einen Beschrieb, einen älteren, über den Wirkungsgrad oder die Klassifizierung von Kühlboxen. A, B, C, D und so weiter. Eine Energieklassifizierung. Ich hoffe, die Antwort reicht euch. Sonst schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr sonst für Fragen habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.